Der SVP-Nationalrat Erich Hess liefert im Video die Anleitung dazu, wie man 10-Personen-Regeln austricksen kann. Der Erich Hess hat sich einfach gefragt: Was hat Jesus gemacht in diesem Fall? Wenn ihr mehr Leute als die vorgeschriebene Anzahl vom Bundesrat zusammenkommen, tut einfach kurz eine religiöse Gemeinschaft bilden. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und danach im Bild seht ihr den Link zu diesen Statuten. Ein Depp von unten bis oben. Wo ihr schnell ausfüllen könnt, Name und Datum und nachher die Vereinsmitglieder. Und mit dem könnt ihr euch in grösseren Gruppen rechtsmässig treffen. Depp, 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 Depp. Erich Hess sollte sich eine Scheibe Intellekt von SRF-Radiomoderator Bernie Scher abschneiden. Also, wenn wir auch eine Klassenzusammenkunft haben, muss ich immer wieder hören, ich habe mal 100 Aufgaben gelöst in einer Lektion. I'm kind of a big deal. Das war auch ein Rekord. People know me. Ich war einfach ein dynamischer. I'm very important. Ja, jung und gut ausgebildet von der Uni. I have many leather-bound books and my apartment smells of rich mahogany. Wenn wir mit der aktuellen Einstellung weitermachen, dann kommt es gut für uns. Ja, der Coiffeur ist nicht mitgereist. Bro, mach etwas mit deinen Haaren, Mann. Ich sehe jetzt viel Hoffnung in dir, gesehen, wo du überall gespielt hast und so. Mach dich ein bisschen frisch, dass sind wir in der Schweiz. Du weißt, die Leute schauen. Und Manuel Rothmund dachte sich: Shut the fuck up! Voll empathisch, Stimme. Ja, nicht verschrecken, ihr seid nicht beim Bachelor. Nein, weil ich habe ja kein Bikini. Und ich bin zu wüst. In der Tat. Kurz vor dem Bachelor-Finale war unser Alan bei den What to Watch Long zu Gast und überzeugte mit eloquenten Aussagen. Das Wichtigste ist einfach, du musst hinter dir stehen können, du musst zu dir stehen können. Und schlussendlich kannst du eh niemandem allen recht machen. Das ist ein Debakel. Währenddessen irgendwo im tiefsten Aargau. Sonntag geschlossen heisst es. Als Zürich die Klarheit von mir geht. In die Vitaminbombe fürs Wochenende müssen sich Kunden darum heute noch holen. Aber irgendetwas da draußen beobachtet uns. Es gibt außerirdische Kräfte, deren Handlungsweise wir nicht begreifen. Christian Stucki zeigt eindrücklich, wie man Ende 2020 an einer Homeoffice-Videokonferenz teilnimmt. Die Frau ist nicht nur auf der Skisuppe unterwegs. Zum Schluss noch dies. Und du hast auch noch eine kleine Gesangskarriere angesteuert. Und das hören wir uns doch jetzt noch schnell an, wie das da was tut. Und jeden Winter ja. Ist der gleiche Quatsch. Du schüttelst den Kopf. Du bist prima Pulver. Der Sternstand von der Schweizer Unterhaltung. Das war für mich ein Unfall. Da geht mir das Herz auf.